Hier wohnt der Sack. Und schon gammelig. Naja. Du hast ihn. Na los, Leo? Gib ihn her. Erst Keith. Okay. Hinter der Tür. Wetten nicht. Ich hätte erst... Muss man den Schlitzaugen lassen. Wenn sie dich ausweiten, dann wenigstens mit Stil. Stell dir vor, damit aufgeschlitzt zu werden, als wenn Shakespeare dich mit der Feder ersticht. Ist der das? Oh, Keith. Bitte nicht mehr, bitte. Ich flehe dich an. Ich halte es nicht mehr aus. Jason, du musst mich hier rausholen. Ich flehe dich an, bitte. Hol mich hier raus, Mann. Ich hol dich hier raus, okay? Ja, versprich's mir. Geht's nicht mehr so gut. Ja, also, deswegen, Mann, ich bin dankbar, klar? Und, ich würde mich echt gerne bedanken. So richtig, so wie es sich gehört. Du Arsch, hast gesagt, wir können gehen. Nein. Was ich sagte war, Keith... kann mitgehen, aber du gehst nirgendwo hin. Was? Wir gehen durch diese Tür. Du gehst, wenn ich sage, du gehst. Hm? Ich nehme dich mutig, wenn du willst. Ich mag rohes Fleisch. Okay. Komm ran. Was ist das jetzt? Scheiße. Stirb endlich, du kranker Hurensohn! Scheiße. Ich hab doch die Tasten gedrückt. Das ist so krankes Vorspiel. Ha. Tja. Finde ich eigentlich geil, dass der Sack jetzt tot ist. Ich fand ihn sowieso irgendwie ein bisschen scheiße. Jason. Ist er wirklich tot? Alles wird wieder gut. Komm mit mir. Ich kenne einen Ort, wo du sicher sein wirst. Ja, er ist tot. Okay. Dann ist der Bambi-Freak auch erledigt. Lisa und Oliver sind hier. Du bist in Sicherheit. Jace, du erzählst ihnen aber nichts, okay? Ist gut. Die Welt ist im Arsch, Mann. Ich dachte, ich hätte es im Griff. Aber habe ich nicht. Pass auf, du wirst wieder ganz der Alte, ja? Das wird keiner von uns. Hör zu. Ich hole Riley, dann sind wir schon bald wieder in Santa Monica. Riley ist tot. Tut mir leid. Er wollte abhauen und wurde erschossen. Keith? Tut mir leid. Keith! Bitte. Nicht hey. Riley. Mann, was ist denn mit dir passiert? Ist eine lange Geschichte. Machen wir ihn sauber. Sie haben ihn getötet. War schon heut diese Schweine. Hat ihnen einer nicht gereicht? Ich kriege sie. Sie alle. Der Meinung bin ich auch. Hey. Jason, was ist? Nichts. Riley ist tot. Du musst das verarbeiten. Bleib doch hier, ich helfe dir. Ich kümmere mich um dich. Das hat nichts mit uns zu tun. Was redest du denn da? Mein Bruder ist tot. Ich muss damit alleine fertig werden. Okay? Okay. Ich bin hier, wenn du willst. Nett zu deiner Freundin bist du ja, immerhin. Okay. So, okay, jetzt habe ich mich an Buck gerecht. Unter anderem dafür, dass er Keith am Anfang Keith genannt hat. Das kann ja nicht so sein. Wow, jetzt muss ich... fuck. Citra. Bitte, lass mich dahin.
schnell reisen können, bitte. Oh. Was ein Glück. Was ein Glück. Sonst hätte ich jetzt erstmal 10 Minuten aufnehmen können, wie ich dahin renne, laufe, fahre, fliege. Was auch immer. Und einen neuen Fähigkeitspunkt. Ich glaube, den habe ich aber schon länger. Keith Ramsey. Ramsey. Oh, richtiger Banger hier. So. Okay, das ist seine Freundin. Okay, hier kann man alle durchgucken. Was? Montenegro. Cooles. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh, das bin ich. Jason Brody. Jason. So. Auf zu Citron. Ja, die werden Augen machen, wenn sie mich hier mit dem Dolch sehen. So, jetzt erstmal hier plündern. So. Ja, eine Granate liegt da drin, jo. Ja, hier sieht es auch echt sehr geil aus. Mein Bruder. Oh, er nennt mich Bro. So, hier. Willkommen zurück, Jason. Fast hätte ich dein Gesicht vergessen. Schön, dich zu sehen. Mhm. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Ja. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Und was kommt jetzt? Verschwindet. Ja, lasst uns alleine. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ich hoffe, du hast ein Gummi dabei, Jason. Obwohl, ich weiß ja nicht mal, was jetzt kommt. Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Ich will Varsh und Hoyt töten. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer. Und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche. Und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Tja. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, Tatau, ja, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Genau. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Schöne jetzt Geschichte. Erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. Oh, sie hat mich Held genannt. Yay. So, jetzt habe ich dir den Dolch gebracht. So, jetzt darf ich auch wieder abziehen. Oho. So. Jason, wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Vars. Wie lautet der Plan? Ja. Ein Hinterhalt. Geh und triff die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Georgetown. Sie freuen sich, dir zu helfen. Bin ich dabei? Piraten abschlachten, ja, das geht immer, klar. So, erstmal auf die Karte gucken. Nicht, dass ich da so lange umherlauf. Oh, fuck. Oh, Mann. Scheiße, ist das weit. Hey. Da müssten Dingos sein. Die werde ich jetzt erstmal besuchen. Nicht mal ein Auto in der Nähe.
Ach ja. Na gut. Mit dem Dingo-Fell könnte ich mir dann erstmal einen größeren, ja, Rucksack machen. Ich hoffe, da sind ein paar Dingos. Kann ich schon mal ein bisschen Platz machen. So. Beuterucksack. Edelstein. Was ist denn hier? Kubanische Zigarre. Das kann ich ablegen. Jo. Spinnenfetisch. Okay. Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Reiwehrfetisch. Hä? Was ist das alles? So, ich habe schon mal Dingo-Fell, Hundefell. Komodo-Varan-Fell. Dingo. Dingo. Ich brauche noch zwei Dingos. Okay. Na gut, den Rest kann ich ja einfach behalten. Kamingrotes Blatt kann ich auch ablegen. Dann ist auf jeden Fall Platz für die weiteren Dingos, die ich noch brauche. Ja, zwei Dingos waren es ja jetzt, glaube ich, ja. Ja, mal sehen. Ich bin noch ein bisschen entfernt. So, ich hoffe ja, dass ich ein paar Dingos finde. Hier war ich schon mal. Habe ich mich denn hier drin versteckt? Weiß ich noch ganz genau. Ich glaube, ich habe hier schon mal an der gleichen Stelle nach Dingos gesucht. Das Wasser sieht hier echt geil aus. So, bin ich hier auch richtig? Ja. Irgendwo hier müssten sie sein. Ich hoffe doch. Gehe ich mal hier hoch in den Wald rein. Okay. Ich sehe jetzt keinen. Na gut, die Tiere finde man nicht immer direkt. Die spawnen ja dann irgendwann erst, leider. Tja. Mal sehen. Oh. Mit dem Gleiter, denke ich mal, werde ich auf jeden Fall dahin. Ich sehe ihn schon. Perfekt. Damit komme ich auf jeden Fall gut dahin, wo ich hin muss. So. Leider kein Dingo gefunden, aber was soll's. Scheint auch nichts zu sein, naja. So, wie weit ist denn das entfernt? Also schon ein gutes Stück, ein Kilometer, denke ich mal. Oh, habe ich ganz gut geschätzt. 40 Meter mehr. Oder 35, 36, naja, was soll's. Oh, 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 ich höre schon wieder einen Adler, da darf ich jetzt nicht reinfliegen. So, am besten, ich fliege gar nicht erst nach unten. Damit ich auch keine Höhe oder unnötige Höhe verliere, weil an Höhe werde ich so oder so verlieren. Oh, da waren ein paar Piraten. Oh, boah, hier sieht es auch nochmal. Ah, ich glaube, hier war ich, als ich hier rausgekommen bin. Nach dem Grab. Ja, das müsste so sein, oder? Ich habe mich verguckt, aber es sah auf jeden Fall so aus. So. Ey, wehe, du fliegst mir da rein, du kleiner Spasti. Dann stürze ich ab und dann bin ich tot. Flieg am besten einfach weg. Dann gibt es auch keinen Stress. Ja gut, ich denke mal, der wird mir hier eh nicht reinfliegen. Warum verfolgt er mich überhaupt? Hier ist noch ein Flieger irgendwo. Da unten war er. Oh. Ja, hier lädt wieder die Karte. Wow. Okay, ich glaube, hier war ich auch noch nie. Oh ja. Ah, hier sieht es auch mal wieder richtig geil aus. So, ich werde jetzt mal hier langsam versuchen zu landen.
Wow, so sauber bin ich ja noch nie gelandet. Alter, der hat hier eiskalt hier die Palmen weggeschält. Ja, dann legt er sich erstmal auf die Fresse, ist klar. Okay, so wie das aussieht, lädt das gleich. Ich wette, jeden Moment legt es hier los, wenn ich ein bisschen näher rangehe. Ja. Warum lädt das nicht vorher? Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Das kann doch vorher laden, oder? Naja, was soll's. Ja. Ja. Ach ja. Ey, da ist ein Stuhl in der Luft. Seems legit. Ja, komm. Jetzt lad mal schneller. Ich will heute nochmal weiterspielen. Ja, ja, es hat geladen. Ein Wunder. So. Na, hier alles voll mit Rakiat. So. Okay, ich war doch schon mal so ein bisschen weit hier außen, oder? Glaube ich, ja. Ja. Na gut. So, da hinten muss ich hin. Schön eingerichtet hier, auf jeden Fall. Sehr heimisch. Alle Mann, auf die Polizei.